Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Wir spielen zwei Spiele mit der Bundesliga. Ich bin gespannt, ob sich Mali jetzt mal zu Wort meldet und sagt, oh, ich hab Bock, ich zeig dir, ich bin der Stürmer, den du brauchst. Nehm mich, nehm mich. Wir hatten jetzt ein Spiel, hat sich gut angefühlt eigentlich. Sehr agil am Ball. Auch schnell, das hat man auch gemerkt, dass er halt mit dem Hunter Champions Freestyle da nochmal einen Tick schneller ist als Stindl. Abschlüsse hat er eigentlich keine wirklich hundertprozentig gehabt. So ein, zwei Halbchancen, macht halt kein Zaubertor oder sowas. Von daher, schauen wir mal, wie es weitergeht. Er soll halt einfach keine hundertprozentigen verkacken, das ist halt das Ding. Okay, wieder mal der Inform Ben Idea. Griezmann daneben und generell ein ziemlich anständiges Team. Team of the Group Stage, Varane war auch dabei. So, jetzt einfach konzentrieren, gut spielen. Fekir, war es noch normale Fekir? Ich glaube, ne? Ich glaube, die Spechelfekir sind auch Stürmer und keine Außenmittelfeldspieler. Und der hatte, glaube ich, den RM-Fekir. Sehr abwartend, sehr geduldig bisher der Spieler. Könnte eklig werden als Gegner. Achtet darauf, keine Stellungsfehler zu produzieren. Das war blöd. Der kam zu spät, der Pass. Der kam eindeutig zu spät. Sehr schön von Sokrates. Schönes Ding auf Reus. Schade, aber wenigstens die Ecke. Das kann Gold wert sein gegen so einen Spieler. Mal eine Ecke. Schade. Oh, nimm doch den Ball mal mit. Mann. Schönes Ding von Mali, super geil getribbelt vorher, hat sich richtig geil angefühlt. Wunderbarer Schuss und halt mal wieder Alu. Och, da verzweifle ich ja auch mit meinen Stürmern, dass die immer Alu produzieren müssen und dann halt ihre geilen Chancen nicht machen. Sehr gut. Schöner Pass auf Reus. Alter, was für ein Reflex von Rouvier. Halt's Maul, was ist denn hier los, ey? Krass. Er ist im Versprung, es war kein Pass oder sowas. Mach den Hummels noch davor nach, du Gott. Ja, zieh dich mal schön zurück. Schade. Unten ist aber komplett blank. Dieser Alu-Treff, das wäre so ein geiles Tor für Hummels, für Mali gewesen. Ich meine, ich darf diesen Chancen nicht hinterher trauern, aber es wäre halt einfach so geil gewesen. Haben wir ein bisschen Glück. Ja, dann läuft leider
Kater nach innen. Ich dachte, er bleibt außen. Hat der Gegner ein bisschen Glück? Krasser Pass. Hummels ist da, aber er frisst die Ecke. Mist. Oh, ich hatte kurz Angst, ey. Reus steht da vor Varane. Toll. Krasses Mismatch. Und den hätten wir sogar kurz spielen können. Also Mali gewinnt eigentlich gar kein Kopfballduell. Das sollte klar sein. Es muss einfach mal sein. Jetzt muss einfach mal der Plattenhardhammer sein, weil es hat, ging mir auf den Sack. Und ich wusste und ich weiß, dass der einen guten Distanzschuss hat, diese Inform. Vor allem mit links. Und wir hatten den Platz und es musste jetzt einfach mal ins lange Eck reingezerrt werden, das Ding. Hätte man sogar noch Strafe schießen können. Nice. Oh, es wurde aber auch Zeit. Geiles Tor von Plattenhardt. Das denke ich auch verdient. Sehr geil, genau im richtigen Moment. Leider geblockt. Ah, gutes Stellungsspiel von Mali, das zeigt sich. Sehr geil. Keita gefällt mir auch mittlerweile immer besser, muss ich sagen. Wahrscheinlich kommt jetzt einfach mittlerweile besser mit seinem Spielstil. Klar, ist halt ein bisschen anders als Bentaleb. Aber besser als Bentaleb ist, kann ich ehrlich gesagt immer noch nicht sagen. Also es ist nicht so, dass ich sage, boah, dieser Keita, was geht mit dem? Da hätte er halt einfach schon ein, zwei Tore mehr schießen müssen, ein, zwei Vorlagen mehr machen müssen. Aber so am Ball, im Spiel nach hinten, fühlt er sich echt nicht schlecht an. Aber ich bin immer noch am überlegen, ob ich Bentaleb wieder reinnehme, weil er mir insgesamt halt einfach einen ganz kleinen Tick solider vorkommt. Also es ist schwer zu sagen, aber er hat halt auch einfach mehr Scorepunkte gemacht, was... Klar, es zählt immer irgendwo die Scorer-Punkte, auch wenn sie bei dem Sechser nicht ganz so wichtig sind. Und auch nach hinten habe ich das Gefühl, dass Bentaleb so gefühlt schon... Ah, das hat so lange... geil. Schon geilere Eroberungen gemacht hat. Also vielleicht wechsle ich wieder auf Bentaleb, aber es ist momentan noch so, dass ich mich noch nicht entscheiden kann. Gott, da hat man halt ein, zwei Mal das geschafft, die um die Mauer rumzuzirkeln, aber das war's dann halt. Dann weiß man einfach nicht mehr, wie es geht. Ich glaube, ich sollte die echt nur machen, wenn ich halt schon entsprechend führe und ansonsten drauf verzichten. So krasse, geile, lange Pässe, die der Hummels kann. Wie kann denn dann Vidal langsamer dran sein, als der andere da hinter einem steht? Schön gemacht von Sokrates. Schönes Dribbling, da geht auch einfach viel zu Akku drauf. Den muss er halt... Oh, nice. Den muss er halt eigentlich noch einen Tick weiter spielen, Müller.
Hätte man vielleicht auch noch mal passen können. Ah, wollte ich auch direkt passen, hat nicht geklappt. Sehr schön von Sokrates. Wichtig, wichtig, wichtig. Ach so, wollen wir jetzt mal wechseln? Es steht halt nur 1-0 und vor allem Reus gefällt mir gar nicht mehr. Ich glaube, den Bele lasse ich mal drin, weil es steht ja auch 1-0, aber Reus. So, Ribéry ist fitter, also nehmen wir Ribéry rein. Geiler Pass. Halbes Lackertor, aber ist mir egal. Jetzt bereue ich gerade, dass ich wechsle. Fuck, nicht wechseln. Kann ich noch auf Pause drücken? Geht das eigentlich so rückgängig machen? Geht das noch? Ja, nice. Weil dann will ich doch nicht wechseln, weil dann soll die weiter regenerieren. Halbes Lackertor, aber ich kann damit leben. Ich meine, ist klar, ne? Schön von außen reingespielt, Reus die Vorlage, Müller das Tor. Malli hat wieder nichts gemacht, aber scheißegal. Und wenn dann meine. Ich habe jetzt nach Malli, wenn Malli nicht klappt, habe ich noch zwei andere Stürmer zum Testen. Den einen kennt er schon, das ist der Inform ZOM Salomon Kalou, den würde ich nochmal testen. Einfach weil er halt auch einen richtig geilen Abschluss hat, aber auch einen richtig geilen Pass hat, weil er eigentlich auch ein ZOM ist. Und ursprünglich vom Grundwert ein LM, glaube ich sogar. Also er kommt eigentlich von der einmal zu spät, zu viel. Er kommt eigentlich von der linken Mittelfeldseite. Also er hat halt einfach einen guten Passwert. Und da könnte ich mir vorstellen, dass er. Ja, der war dann schon zugelaufen. Ich habe es halt gehofft, dass es klappt. Oh, Bumskater, Bums! Was geht denn, Junge, was geht denn? Da habe ich gerade noch gesagt, wir müssten halt mal ein, zwei Tore mehr machen. Das ist, glaube ich, sein erstes Tor. Er hatte, glaube ich, schon eine Vorlage. Und endlich klappt mal wieder ein paar Distanzschüsse. Nice. Sehr krass. Einfach absolut trocken, schöner Strich. Rouvier vielleicht einen Tick zu weit in der Mitte stehen. Wobei, da steht halt Keita noch so weit draußen. Da muss halt einfach in der Mitte stehen. Man kann da nicht irgendeine Ecke zumachen. Vielleicht steht Rouvier einen Tick vor der Linie, aber Rouvier ist eigentlich ein sehr guter Torhüter. Hat, glaube ich, auch ein sehr gutes Positionsspiel. Nicht das Beste, nicht den besten Hechtwert. Also vielleicht hätte ihn ein noch besserer Torhüter mit einem besseren Hechtwert. Schade. Noch rausgeangelt, aber schön, dass wir jetzt doch mal wieder ein relativ klares Ergebnis hinbekommen. Gut gemacht, also Hummels auch wieder Bombe, das wissen wir ja schon. Wie geil Hummels ist. Das war kein Foul, okay. Naja, das dachte ich mir schon, dass das passieren wird. Auch, dass das passieren wird. Man hat keine Ausdauer mehr, es wird schwer jetzt alleine in die Mitte zu ziehen. Er macht sein erstes Tor mal, die Außendrehung, schwieriges Tor natürlich. Ich meine, wenn er die Drehung hinbekommt, ist es einfach, aber er muss erstmal die Drehung hinbekommen. Deswegen ist es halt ein schweres Tor, obwohl es halt einfach aussieht, weil er direkt vorm Tor steht. Ach, er war noch abgefälscht, ach verdammt. Der wäre nicht rein. Scheiße, Mann. Der wäre nicht rein. Das habe ich halt gemeint. Aus der Drehung, das Tor ist halt schwer. Wird auch nicht gewertet für ihn. Finde ich okay, weil es wäre daneben. Ist ein Eigentor. Ist okay. Ich meine, er muss halt trotzdem erstmal gefährlich aufs Tor bekommen. Logisch, aber normalerweise geht er halt daneben. Oh! Na also, das war jetzt aber Malli und furztrocken und bla, ne? Also das war jetzt mal.
Und dann wieder mal alleine aufs Tor zugerannt und den hat auch gemacht, schön am Tor hinüber vorbeigelegt. Ich schlänze ihn dann ja meistens, wenn ich gerade so schräg komme, dann schlänze ich ihn gerne. Wenn ich gerade auf den Gegner zukomme und vielleicht auch nicht so die Zeit habe, dann mache ich ihn lieber den Flachschuss. Zumal er den ja auch flach schlänzt, wenn man ihn nicht so straff schießt wie in dem Fall. Sehr schön, Mali. Und jetzt haben wir mal wieder 5 Tore, krass. Also in der letzten Weekend League hat man ja kein einziges Spiel mit auch nur ansatzweise so einem Ergebnis. Schön, dass wir hier mal wieder so hinbekommen. Und ist ja auch verdient, wie gesagt, wir waren ja in jedem Spiel bisher der bessere Spieler und in den meisten würde ich sagen auch der klar bessere Spieler. Obwohl wir 3 verloren haben, waren wir auch in den, ich glaube in 2 von 3, in 2 von den 3 Spielen, die wir verloren haben, waren wir der klar bessere Spieler. Von hinten reingekrätscht und es geschafft, nur den Ball zu treffen, krass. Doppelschal, das war so nicht geplant. Das wird hoffentlich nichts. Zora, das ist auch ein richtig geiles Spiel, finde ich. Also beide Innenverteidiger sind mir sehr positiv aufgefallen. Nice, 5-0. Damit haben wir auch das Maximum der Coins-Belohnungen für Tore. Ich bin äußerst zufrieden. 9,6 hat Müller, Tore, 1 Mali, 1 Müller, 1 Keita, 1 Plattenhardt, Vorlagen. Zweimal Müller, einmal Piszczek, einmal Reus. Also Müller wieder mit 3 Scorerpunkten, nice. Eigentlich hätte Reus ja noch eine Vorlage, wenn das Tor von Mali zählen würde, aber ist nicht so schlimm. Und Mali mit seinem ersten Tor war halt jetzt kein besonderes Tor, aber das ist so ein Tor, wo ich sage, muss er machen und zum Glück hat er es gemacht. Zum Glück hat er es gemacht. Wer weiß, ob Stindl den gemacht hätte. Aber wie gesagt, man merkt schon, dass Mali noch mal einen Tick schneller ist. Er kommt mir auch einen Tick wendiger vor, obwohl ich glaube, Man of the Match Stindl hat einen 87er Dribbling-Wert, aber natürlich weiß ich nicht die genauen Dribbelwerte, also die Ingame-Dribbelwerte. Es kann ja sein, dass zum Beispiel Mali einen höheren Agilitätswert hat und Stindl hat einen höheren direkten Dribbelwert und mir liegt halt die Agilität mehr. Also das kann ja sein, das weiß ich nicht. Aber es ist halt schon krass, wenn man es anguckt, nur das Tempo ist das, wo er halt besser ist und auch nicht so vier Punkte. Viel, viel besseren Schuss, aber unglaublich viel besseren Schuss. 90 zu 77, besseren Pass 85 zu 82, besseres Dribbling 87 zu 86, viel bessere Defense 74 zu 43, viel bessere Füße 81 zu 84. Also eigentlich, ne, komplett lächerlich, dass man nicht mit Stindl spielt, aber ja, es fühlt sich auch gerade ganz gut an mit Mali. Mal gucken, was er noch so macht. Wenn er nicht trifft, dann werde ich wahrscheinlich den Inform Kaluma wieder spielen. Den hatte ich ja auch nur einmal getestet. Und wenn der nicht klappt, gibt es noch einen anderen Stürmer, den ich testen will. Den möchte ich jetzt noch nicht verraten. Und wir geben Keita mal nur einen kleinen Vertrag, weil ich mir nicht 100% sicher bin, ob ich ihn noch sehr lange spiele. Aber in dem Spiel hat er jetzt erstmal seine Schuldigkeit getan. Und nach 7 Spielen eine Vorlage, ein Tor ist ja auch nicht schlecht für einen Sechser. Also das, was Bentaleb am Anfang gemacht hat, war einfach komplett wow. Aber das ist halt der Grund, warum ich so denke, ah, ich meine, klar war es komplett wow, aber es kam auch nicht von irgendwo her. Also vielleicht sollte ich dann doch Bentaleb weiterspielen. Hat halt echt viele Vorlagen gemacht. Und wenn ein Sechser so, ich glaube ja auch, Bentaleb war derjenige, der hinten bleiben sollte. Okay, auch nicht schlecht das Team. Und wenn halt ein Sechser so auffällig in den Scorerpunkten ist, das kann pures Glück sein, aber oft ist es auch einfach ein Zeichen, dass der wirklich gut spielt. Deswegen. Aber ihr merkt, ich tue mich schwer mit Keita und Bentaleb. Vidal ist halt außer Frage. Der ist halt auch einfach offensiv so krass teilweise. Quatsch, defensiv, sorry. Also offensiv gut ist, wissen wir ja, aber er hat halt auch einfach teilweise. Moment mal, ich muss mal kurz meinen anderen Monitor ausmachen, der ist so hell. So, jetzt geht's weiter. Ja, da ist halt teilweise defensiv, hat er einfach Eroberung drin, der Vidal, das ist einfach unglaublich. Ah, haben wir Glück. Schade. Was hat denn der von 3 gehabt, der Ball? Ich dachte, der bleibt locker drin. Krass, krass, das war geil.
Warum war das geil? Weil einfach alleine das Dribbling, es war so sexy, den Ball um den Gegner rumzuführen. Und dann habe ich einfach nur auf Schießen gedrückt und er macht ihn halt rein. Und ich scheiße, ich hatte nicht das Gefühl, dass es mit Stindl ging. Also vom Dribbling jetzt her auch. Nice. Oh, ich hoffe, das geht so weiter mit Mali. Ich hätte echt Bock. Also wie gesagt, ich bin total offen für jeden Stürmer in der Bundesliga. Wer die Scorerpunkte macht, wer die Tore schießt, der ist gesetzt. Punkt aus, Nikolaus. Ist mir scheißegal, ob das jetzt rein theoretischerweise komisch ist, dass Man of the Match Stindl draußen bleibt und wir einen Mali nehmen, was ja eigentlich der schlechtere Spieler sein sollte. Ich hatte schon Angst, ey. Jetzt freue ich mich, dass Mali Hunter hat. Muss ich sagen. Ja, gelb, nice. Also eigentlich ist es gelb, ob es das jetzt gibt, weiß ich nicht. Man schreibt was auf, aber ich glaube, er hat kein Gelb gegeben, oder? So, Mali ist super klein, also Kopfbälle auf Mali können wir komplett vergessen. Krass, dass Schmeichel den nicht festhält. Ich wollte eigentlich auch den Ball eigentlich so legen, dass Plattner wieder mit dem starken Linken schießt. Weil er hat, glaube ich, nur 3 Sterne auf den schwachen Rechten. Aber das Problem war dann, dass... Oh, schade. Dass ich halt gesehen habe, dass der Gegner schon zu nah ran ist. Also ich hatte nicht mehr die Zeit, den Ball umzulegen. Und deswegen musste ich da mit rechts schießen. Hätte noch einen Tick straffer aufziehen müssen. Ich wollte gerade sagen, er hat doch Sokrates schon. Nice. Da habe ich wieder gedacht, ich schaffe es, den Ball zu halten, bis Dembele durch ist, aber es war halt leider nicht so. Hat halt ein sehr geiles Dribbling, der Keita, das merkt man schon. Mist. Ja, bin ich zum Schießen gekommen. Das ist der große Nachteil von Mali, der hat null Körper. Also wirklich null. Der wird einfach nur rumgeschubst, sobald irgendwie ein Gegner kommt. Das ärgert mich ein bisschen, also das hätte ich gerne noch einen Tick anders, aber das kann ich mir halt nicht aussuchen. Scheiße, jetzt habe ich Pistik in den Lauf geschickt, das wollte ich überhaupt nicht. Gerade nicht durch und es ist ja ziemlich eng geworden. Na, endlich. Oh, ich war, glaube ich, zuletzt dran. Nein, Ecke! Wie geil ist das denn? Ich dachte echt, die wären zuletzt dran gewesen. Schade. Elfmeter! Ach du Scheiße, das ist kein Elfmeter gewesen. Also ich gucke nochmal die Wiederholung an, aber ich glaube, es war kein Elfmeter. Nee, das ist kein Elfmeter. Dembele fällt über Smalling. Das tut mir leid vom Gegner. Das ist kein Elfmeter. Dembele fällt über Smalling. Das ist komplett dumm, ey. Oh Gott, jetzt weiß ich nicht, ob Mali einen besseren Elfmeter hat. Nee, nee, nee. Oder? Plus 15. Es könnte sogar sein, dass Mali einen besseren hat. Er hat auch keine geile Schusskraft. Ich nehme jetzt einfach wieder, ey, scheiß drauf.
Es könnte sein, dass Mali einen besseren Elfmeter hat, weil ich glaube, Hunter. Also ich könnte sein, dass Hunter um 15 boostet. Dann hätte er halt einfach mal 89 statt 84 Elfmeter. Aber da musste ich nochmal nachgucken. Ich weiß es nicht mehr aus dem Kopf, weil ich Hunter so selten nehme. Das ist natürlich sehr bitter für den Gegner, weil es war sowas von kein Elfmeter. Also, wenn es so funktioniert, dann könnte halt theoretischerweise immer der Stürmer einfach über den Gegner laufen und hinfallen und dann gäbe es einen Elfmeter. Also, das ist natürlich Schwachsinn. Aber naja, es kommt, man muss ehrlich sein, es kommt nicht mehr so oft vor, diese unverdienten Elfmeter. Ausgekontert. Oh, der Gegner bricht ab, love it. Schönes Ding von Dembele. Diesmal war er flach geschossen, hat ihn aber von alleine geschlenzt. Tore, Dembele, Vidal, Mali, Vorlagen, Vidal und Dembele. Ja, dann machen wir direkt noch ein Spiel, wir haben noch nichts zu verlieren hier. Also zu verlieren haben wir schon was, aber ihr wisst, was ich meine, ist noch nicht so lang. Okay, nice, nice, das läuft. Also die letzten beiden Spiele waren ja mal richtig geil, geil und das Bundesliga, aber wie gesagt, auch die Lacazette-Action war natürlich nicht schlecht. Hit. Von daher schauen wir mal, wie es bei denen weitergeht. Ich hoffe gut. Und natürlich sind jetzt endlich unsere Wechselspieler wieder komplett regeneriert. Ja, Lacazette, bitte weiter mit solchen geilen Toren. Und Mali, bitte auch weiter so. Er hat jetzt zwei Scorerpunkte. Sehr geil. Bisher nur Tore. Ein bisschen, also ich hätte halt gedacht, dass er halt auch schnell anfängt mit Vorlagen, weil er halt wirklich auch einen guten Pass hat. Und das bei mir passt. Ich wette mit euch, das ist erstmal ein sehr schwaches Team, was krass ist. Ich wette mit euch, das bricht ab, das Spiel. Ich wette mit euch, das bricht zeitig ab. Wenn das durchgespielt wird, wäre es echt krass. Weil ich habe immer das Gefühl, es geht nicht mit rechten Dingen zu, wenn ich so ein Teamzug losbekomme und dann bricht das Spiel irgendwie schnell ab. Ich bin natürlich jetzt, was die individuelle Klasse angeht, um Meilen besser als der Gegner. Aber ich spiele natürlich erstmal ganz normal. Ich hoffe, dass ich gegen ihn spielen darf. Weil er dürfte über die individuelle Klasse zumindest einiges gehen. Und wenn es abbricht, ist es halt so. Scheiß drauf. Schlecht gedribbelt von mir, einfach nur schlecht gedribbelt. Eieiei! Der Tolisso hat aber fast ein geiles Tor gemacht. Schön von Verratti. Schade. Krass, wie sich die Pay einfach mit seiner Pace durchsetzt. Nice. Oh, Ecke. Nein. Lack. Oh, Alter. Komm, wir lacken uns den Ball. Fuck. Aber wie es aussieht, bricht das Spiel echt nicht ab. Gegner spielt bisher auch nicht so schlecht. Muss man sagen. Abseits. Konzentrieren, konzentrieren, das ist ein machbares Spiel. Absolut machbares Spiel, absolut machbare Gegner. Nicht auf ihn, fuck! Zum Glück ist Verratti da.
Er macht es echt nicht schlecht. Es wird schwer, aber ich sehe hier auf jeden Fall Chancen. Scheiße, der. Nicht egal. Das Vorlegen soll halt beim ersten Ballkontakt kommen, nicht erst nochmal den Ball annehmen und dann vorlegen, weil das hat halt dazu geführt, dass der Ball ziemlich scheiße gekommen ist. Sehr gut. Mal über die Pace. Sieht gut aus. Oh! Ich stand quasi auf dem Ball drauf und hatte dann das zweite Pass nicht angenommen. Zu lange gedauert, der Pass. Oh, Tolisso fängt so geil ab. Sehr nice. Kein Foul, interessant. Schön gemacht. Ah, kein Foul, okay. Schwach gemacht von Sidibe. Gut gemacht von Sidibe. Draxler verletzt, nicht so schön. Draxler hat auch lange nichts mehr gemacht, ne? Ist echt komisch. Ging eine Zeit lang total ab, aber jetzt macht er halt irgendwie nichts mehr. Tolisso geht auch wieder megamäßig ab. Ich wollte schon sagen, langsam reicht's. Geiler Pass von Draxler, geil. Komm, wir legen ihn mal dahin, wo der Gegner ihn auf jeden Fall bekommt. Oh, schön für den Gegner vorgelegt. Sehr geil von Marquinhos, wichtig. Gegner hat echt kein gutes Team, aber spielt halt nicht schlecht. Das ist blöd. Schade. Sah gar nicht so schlecht aus, der Schuss. Nullmal geschossen. Also, ich habe mir gemerkt, Defensive ist das Wichtigste. Wenn der Gegner wirklich nullmal geschossen hat, dann auf keinen Fall die Formation wechseln. Das habe ich mir gemerkt. Das war meine Lehre. Ich würde auch sagen, wir spielen einen Tick besser als der Gegner, auch nach vorne. Und wir bekommen unsere Chance. Wenn der Gegner in Führung geht, kann ich immer noch wechseln und gucken, ob es damit besser läuft. Aber ich glaube, es läuft einfach gar nicht so schlecht defensiv. Und aus diesem Grunde sollten wir es nicht direkt aufgeben. Scheiße, hier ist gar niemand. Ecke war eigentlich das Beste, dass wir rausholen konnten. Oh, schöner Kopfball. Wieder Tolisso. Ja, Sidibe hatte den Ball. Zum Glück laufe ich dann total entspannt weiter mit.
Radier hat keine Power. Mist, zieh dich denn in letzter Zeit zu? Scheiße, Mann. Fuck, fuck, fuck. Aber egal, wir kommen besser zum Gegner, das ist schon mal gut. Krass, wie er den Ball da protected. Und krass, dass er den nicht macht. Den muss er natürlich machen, also keine Ahnung. Den Ball auch schlänzen, vielleicht muss er den einfach. Scheiße. Vielleicht muss er den einfach flach schießen ins Eck und nicht schlänzen. Boah, jetzt hatten wir mal Glück. Na, jetzt hatten wir mal Glück. Jetzt hat der Gegner mal Glück. Spiel wird auf jeden Fall unruhiger. Ich werde mal neue Power bringen. Das Spielerin war jetzt knapper geworden als gedacht, obwohl ich halt schon sagen würde, ich komme mittlerweile ganz gut. Der sollte auch nicht hingehen dabei. Und mittlerweile bin ich ganz gut nach vorn gekommen, aber es ist trotzdem, der Gegner spielt sehr gut. Macht auch nicht mehr solche krassen Fehler, spielt nicht mehr so aggro, also nicht mehr ganz so aggro, wie ich finde. Die Mitte ist halt echt gefährlich. Scheiße, ich dachte echt, wir kriegen den Ball. So ein Scheiß. Also natürlich ist der Fehler der Einwurf, aber das ist trotzdem dann einfach, keine Ahnung, also... Am Ende ist es irgendwie ein Lackertor aufgrund der Tatsache, dass er aus der Distanz schießt und trifft und dass halt auch eigentlich Dante dran ist und es gar nichts bringt. Und ich hatte halt auch vorher schon schöne Chancen. Naja, ist egal. Trotzdem darf halt dieser Einwurffehler nicht passieren. Punkt. Von daher mein Fehler mit dem Einwurf. Also wenn ich das Spiel verliere durch dieses 1-0, geht es komplett auf meine Kappe, weil der Einwurffehler darf halt nicht passieren.
krass. Ja, das war's. Wie gesagt, das Ding geht. Also, das ist das erste Spiel, das auf meine Kappe geht, weil der Einwurffehler darf nicht passieren. Ganz einfach. Zu hastig der Einwurf am Ende ausgeführt. Ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Eigene Schuld. Unverdient. Also, trotzdem kann man ja über unverdient reden, weil ich ja trotzdem gute Chancen hatte, aber. Habe auch nicht umsonst Man of the Match. Aber im Endeffekt trotzdem Eigenverschulden. Mach halt einen dummen Fehler, der nicht sein muss, und hat der Gegner halt das nötige Glück und macht dann da so einen Sonntagsschuss. Naja. Was soll's, egal. Ich bin am Überlegen, ob ich jetzt echt nochmal zwei Spiele aufnehme. Nicht, weil es so mega geil läuft. Ich meine, wir haben jetzt 10 Spiele und haben nur 6 gewonnen und 4 verloren. Das ist eigentlich eine miserable Bilanz. Elite 3 ist auf jeden Fall durch das Thema. Also ich spiele nur noch auf Gold. Und dann ist die Frage halt Gold 3 oder Gold 2 oder Gold 1. Und Draxler. Zwei Spiele. Halten wir denn das durch mit der Bundesliga? Ja, ist schon wieder voll. Stimmt, wir hatten ja dieses Abbruchspiel. Passt. Ich bin am Überlegen, ob ich noch eine Aufnahme mache. Einfach weil ich weiß, dass ich am Samstag jetzt nicht so viel Zeit haben werde. Und wenn ich ja nur 14 Spiele habe, dann muss ich ja bis 7 pro Tag machen. Das wäre eigentlich gar nicht schlecht. Und ich fühle mich gut. Die Spiele laufen eigentlich ganz gut. Das war gerade mein eigener Fehler. Darf ich mich nicht beschweren. Der Einwurffehler darf nicht kommen. Super simpler Fehler. Ist halt total dumm. Und wir haben Mali nicht mit dem gegnerischen im League A-Team. Das macht aber nichts, wir können ihn ja trotzdem dann spielen lassen. Ich muss echt lachen, wenn ich darüber nachdenke, dass Stindl nicht funktionieren soll und Mali schon. Da haben wir Kalou, guter Mann. Frisch gekauft. Okay, 3 Spiele. War eins davon, müssten wir eins davon abziehen oder hat er wirklich 3 gemacht? Ich glaube, er hat wirklich 3 gemacht, ne? 3 Spiele, 2 Scorerpunkte, ist doch schon mal nicht schlecht. Draxler wollte ich mir nochmal anschauen. Was ist mit dem los? 14 Spiele, 3 Scorerpunkte. Davon müssen wir wahrscheinlich 3 oder 4 Spiele abziehen. Dann ist er bei 1/3 Scorerpunkten, fühlt sich aber halt geil an. Und wir wissen, er hatte vorher in, ich glaube, 3 oder 4 Spielen 5 Scorerpunkte. Das heißt, wenn wir die jetzt noch draufrechnen, sagen wir mal, wir haben 10 Spiele mit ihm gemacht. Es könnte sogar sein, dass es weniger waren. 10 Spiele mit ihm gemacht. Also rechnen wir mal, ich gehe mal vom Extrem aus, nur 3 Spiele drauf und 5 Scorerpunkte. Dann sind wir bei 13 Spielen und 8 Scorerpunkten. Das ist deutlich mehr als jedes zweite Spiel. Ja. Und er fühlt sich halt auch gut an. Also wäre jetzt, glaube ich, Schwachsinn, da Draxler rauszukicken, nur weil er jetzt plötzlich mal einen kleinen Hänger dran hat. Das wird schon passen mit Draxler. Es passt auch mit Draxler. Kann natürlich, wie gesagt, sein, dass er unter Falcao einen Tick mehr aufgeblüht ist als unter Lacazette. Das weiß ich nicht. Aber wenn jetzt anfängt, Lacazette halt ihm die Show zu stehen, habe ich auch überhaupt keine Probleme damit. Wo steht denn Lacazette eigentlich? 5 Spiele, 3 Scorerpunkte und da müssten wir jetzt auch 1 oder 2 abziehen, von daher. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, in diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren. Wenn es euch gefallen hat, ansonsten Daumen nach oben. Da wird man euch loben, euer Pax. Ich werde jetzt noch eine Aufnahme machen und werde noch 2 Spiele produzieren. Mal gucken. Tschö, tschö.